Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein What I Eat in a Day. Also ich filme jetzt praktisch einen Tag lang, was ich esse. Heute Morgen gibt es ein richtig geiles Frühstück, weil ich mir gestern nämlich beim Bäcker extra fürs Frühstück was besorgt habe, was ich über alles liebe und schon ewig nicht hatte. Zwar habe ich mir einen Laugenzopf geholt und das schmeckt besser als normale Laugenstange. Dazu dann noch Schokocreme. Und es ist ein einfach leckeres Frühstück. Und wie satisfying ist es, wenn man die Schokocreme neu aufmacht und dann da das erste Mal mit dem Messer reinfährt? Ich habe dann auf jeden Fall Butter und Schokocreme immer mal wieder auf die Laugenzopfstange gegeben. Und das schmeckt einfach so unglaublich lecker. Zum Mittagessen gibt es heute Spinatnudeln. Das heißt, ich werde den Spinat jetzt erstmal aufdauen. Beziehungsweise wird er sich jetzt einfach hier so selbst aufdauen. Später mache ich ihn dann noch mit so Zwiebeln rein. Kann hier jetzt rösten und ich kann währenddessen gehen. Das ist auch gut. Spinat hier blubbert jetzt. Ich habe da einfach gewürzt mit Muskat, Pfeffer und Salz. Und danach kommt wahrscheinlich noch so ein bisschen Knorrpulver rein. Und dann werde ich noch so ein Käschen darunter rühren. Also wahrscheinlich auflösen mit ein bisschen Nudelwasser dann und dann da reingeben. Es schmeckt nämlich echt voll lecker. Ich glaube, ich kann den Spinat jetzt eh schon wegpacken, weil er schon genug gekühlt. Nudelmäßig werde ich machen, denke so, dreifarbige, also die hier, die Bastard-Colore. Die schmecken nämlich so geil. Und man sieht sie dann ja auch. Die schmecken dann so nach Karotte, nach Spinat und nach normalen Nudeln. So sah dann das fertige Essen aus. Ich finde, das sieht immer so cool aus mit diesen dreifarbigen Nudeln. Und ich habe noch Parmesan-Käse drüber gegeben. Das hat dann so lecker geschmeckt. Ich habe tatsächlich auch endlich mal genug gewürzt, weil bei Spinat braucht es ja unglaublich viel Würze, damit danach was schmeckt. Und das ist bei mir normalerweise ein Fehler. Aber dieses Mal war es so lecker. Ich habe mich wieder mal selbst übertroffen. Nach dem Essen ist voll im Naschen. Nach diesem Prinzip habe ich mir eine Reihe Lindt-Schokolade genommen, beziehungsweise ein Stückchen Lindt-Schokolade, was von gestern noch übrig war. Und das werde ich jetzt verspeisen. Ist einfach so diese normale Lindt in der roten Verpackung. Ist ein bisschen sehr weich geworden. War nicht im Kühlschrank. Die ist ja vom Kühlschrank mega geil. Am späten Nachmittag sind wir dann los, endlich mal den Eisgutschein aufzuessen. Und ich hatte hier jetzt einen Früchtebecher. Der war so unglaublich lecker. Und auch wenn er so groß war, man hat ihn echt super leicht essen können. Da waren drei Kugeln so Früchteeis drin, Banane und Erdbeer. Und das andere habe ich nicht rausfinden können. Und dann eben noch ganz, ganz viele Früchte. Und auch dazwischen noch Früchte. Und dadurch, dass er eben so mächtig war, war das alles, was ich dann an diesem Tag gegessen hatte.